Du schaust, du gewinnst. In dieser Folge seht ihr die Auslosung. Was gibt es zu gewinnen? Was passiert mir? Und vieles mehr. Derzeit gehe ich zum Friseur, zur Eihans Goldene Hand. Geiler Laden, muss aber abchecken. Und let's go! Alter. Oh. Oh. Widerlich. Warum tut ihr mir das an? Oh. Das war eine Kelle, was? Ihr seht wieder, du schaust, du gewinnst. Und ja, ihr habt wieder einiges dagelassen. Dafür möchte ich mich erstmal bedanken, natürlich. Und ich hoffe, ja, ich konnte meine Challenge erfüllen. Du schaust, du scharfer Junge, oder wie ich die Folge nennen werde. Irgendwie sowas. Ich habe den Titel jetzt nicht mehr ganz im Blick. Und ja, ich bewege mich hier gerade so ein bisschen durch den Miesburger Wald. War eben noch beim Friesenleger. Endlich wieder Seiten auf Null und alles nicht mehr so lang. Ja, das tut schon wirklich gut. Richtig schön frisch. Man merkt auch den Wind mal wieder. Kommen wir auch wieder zu den Kommentaren der Woche. Da gab es auch wieder einiges, was ihr gemacht habt oder geschrieben habt. Das fand ich mega geil von euch. Euer Geschmack. Alarm! Sinne wollte nämlich, du schaust, du trinkst Chili-Soße. Und ich blende mich gerade selber, weil ich so blendend bin. You sexy motherfucker! Petri hat auch mal wieder was in die Kommentare geschrieben. Die fleißige Biene, die. Das Video ist super gelungen, weiter so. Ich finde den Ton top. Man versteht sich klar und deutlich, selbst als irgendwas vorbeigefahren ist. Das war ein Zug. Was heißt nochmal die Frage? Ach ja, Urlaubsort. Naja, im Urlaub war ich bisher nur an der Ostsee. Alle schöne Orte dort. Aber Binz auf Rügen fand ich bisher am schönsten. Was Besonderes habe ich nicht erlebt, aber schön war es jetzt. Das ist natürlich die Hauptsache, dass das schön ist. Weil wenn es nicht schön wäre, dann wäre es auch kein schöner Ort. Und allgemein dort an der See ist es immer hübsch. Also da kann man sich schön mal zurücklehnen. Die Seele baumeln lassen. Den da unten auch, wenn man ihn hat. Nein, doch. Erdbechi schreibt... Du schaust, du bekommst Arschtritt. Ich freue mich immer auf deine Videos am Montag. Richtiges Highlight. Dublin lohnt sich, da fahre ich jedes Jahr hin. Also Dublin ist auch so ein Zielort, wo ich auf jeden Fall noch hin möchte. Denn ich mag das, ja, dieses Klima dort so ein bisschen, dieses Raue vom Wetter. Sillen hat nochmal einen Kommentar geschrieben. Ansonsten Dankeschön für den Gewinn und mach weiter so mit deinen Videos. Die finde ich super. Vielleicht mache ich das auch mal so im Spezial. Dinge, die nicht dran kamen, vielleicht mache ich mal ein gesamtes Video nur mit solchen Sachen. So als, keine Ahnung, 25. Folge, 50. Folge oder so. Deswegen schreibt immer ordentlich rein und liked, kommentiert und teilt und seid dabei. Ja, da, da. Petri hatte wieder eine ganz skurrile Idee. Die habe ich auch nochmal geschrieben. Du schaust, du färbst dir den Bart. Der färbt sich doch von ganz alleine, grau. Marv Johansson schrieb, ein Walross überflutet die Welt. Sehe ich aus wie ein Walross? Ja, Freunde, das waren mal wieder eure Kommentare, die ich mir rausgepickt habe. Dankeschön auf jeden Fall an alle Leute, die regelmäßig mit dabei sind und auf jeden Fall für zusätzlichen Content ja, sorgen, sagen wir es mal so. Und es ist einfach toll, hier vorzulesen und so weiter. Klar, ich gucke immer runter oder so, aber ich labe euch gerade eine Frikadelle ans Bein. Nee, ins Ohr. Ans Ohr. So.
Und ja, aber es macht echt Spaß. Also lasst euch weiter so kreativ aus. Ich finde das super. Und so kann man schön miteinander interagieren. Und es ist nicht der Storch, der klappert. Klappe und Action! Es müssen ja nicht immer nur Memes sein, die man sich aus dem Internet klaut. Ja, das war White Time, einer meiner Kanäle, die ich mal betrieben habe. Deswegen konntet ihr jetzt das auch mal sehen. Ja, danach war ich schon geschmeidig und auf jeden Fall, es hat gestunken wie die Hölle. Das hat keine Stunde gedauert, um mich herum sind Fliegen geflogen. Die Leute haben sich absichtlich schon weit weggesetzt von mir, weil man einfach gestunken hat mit dieser ganzen Buttermilch. Und das ist für mich der Clip der Woche. Ich hätte diese Woche euch keinen bekommen. Ja, könnt ihr aber ändern. Schreibt mir einfach bei Instagram euren Clip der Woche, euer Fundstück der Woche, wie auch immer. Also wenn Sie mich fragen, für mich gehört diese Bettelei an öffentlichen Plätzen verboten. Auch in dieser Woche könnt ihr wieder einiges für mich tun. Und zwar meine Frage beantworten, die nur ihr beantworten könnt. Fragen, die ich euch frage, die nur ihr beantworten könnt, die man nicht ergoogeln könnte oder was auch immer. Und deswegen dachte ich mir einfach so, wir hatten Urlaubsorte, wir hatten verrückte Geschichten oder so. Wenn wir hier schon mal so in der Natur sind, was ist denn euer Lieblingstier? Und zu dem Lieblingstier, habt ihr dazu auch eine Geschichte zu schreiben? Ein Erlebnis oder irgendwas? Schreibt mir auf jeden Fall euer Lieblingstier in die Kommentare. Und wer dann gewinnt, seht ihr am nächsten Montag im nächsten Video. Auf jeden Fall, schreibt es die Kommentare, zählt nur bei YouTube, nicht bei TikTok oder sonst irgendwo, wo ihr dieses Video vielleicht sehen könntet. Ja, bin ich mal gespannt, wer schreibt, was ihr schreibt und naja. Also verlaufen habe ich mich nicht, aber wisst ihr, was da fehlt? Was fehlt denn noch? Natürlich, der Gewinner der Woche. Das losen wir jetzt im Studio aus und ja, dann wollen wir mal schauen, wer da mitgemacht hat und wer gewonnen hat und was es gibt. Dann swipen wir mal rüber. So, jetzt bin ich wieder im Studio. Ja, erstmal danke an alle Teilnehmer und danke, dass ihr wieder so fleißig kommentiert habt. Und wir wollen auslosen und da schauen wir mal, wer alles mitgemacht hat. Björn Kree, Frisco, Petri, Sille Obito, Gypsy Prime, Heike Arendt, Marv Johansen, Konstantin Wagner, Erdbergi und gewonnen hat, das ist mein Aussager, so. Gypsy Prime, herzlichen Glückwunsch! Ja, und diesmal gibt es kein Spiel, Monat ist zu Ende und ja, meine YouTube-Analysen sagen mir, es ist ja Zeit, mal eine Karte rauszuhauen. Du kannst dir also aussuchen von Amazon, Paysafe, PS4-Karte, irgendeine Guthabenkarte im Wert von 10 Euro. Schreib mir und dann kann ich dir auch dann die Karte besorgen. Instagram, Facebook, Discord, Steam. Schreib mir, wo du kannst. Per E-Mail steht alles unten in der Infobox. Schau rein und herzlichen Glückwunsch. Oh, die Auslosung ist schon vorbei. Glückwunsch nochmal und ich hoffe, dir gefällt dein Preis. Mir hat das echt Spaß gemacht, hier so schöne Locations zu suchen und mir für euch halt ein Video zu drehen und diese frische Luft zu genießen. Die Luft da vorne, wo die Straßenbahn gerade reingefahren ist, ist schon wieder eine ganz andere als hier. Das ist wirklich phänomenal. Also, ich empfehle euch, geht raus, genießt das Video, teilt dieses Video, sagt jedem, den ihr kennt, schaut Atterboom, denn da schaust du, dann gehst du. Und ich sag dann, ciao, danke fürs Einschalten und mitmachen und ich tanze und ich singe nicht. Ich muss dann da lang.